Mit Brille sehe ich so viel intelligenter aus. Hey, meine Single-Cast schlürfenden Whisky-Nerds, Whisky-Grinch, Adrian hier. Heute auf der Teststrecke mal wieder ein schönes Archivvideo. Ist der allseits legendär und überhaupt umwogene Ruhig-Lädig Black Art 4.1. Ich habe von dem schon einige Flaschen mit Freunden getrunken. Ich glaube, wandern, grillen. Alle Handys auf dich gerichtet, Adrian. Unangenehm. Ach Quatsch, ich stehe da drauf. Oh, Kork da? Nein, alles hervorragend. Was auch immer. Samples. Die Flasche ist jetzt an einem 40. Geburtstag aufgegangen. Danke nochmal, Pille, fürs Feiern. Kork ist auch nicht mehr ganz fit. Naja. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn die Flasche eh offen ist, dann machen wir halt schnell mal ein Archivvideo. Was kann man zu dem Tropfen noch sagen? War vor 23 Jahre alt. Steht das Release-Datum auch mit drauf. Bin wieder super vorbereitet. Also auf jeden Fall ist schon relativ lang draußen. Also lang im Sinne von irgendwas 2017 oder so. 90 plus 23 ist. Also ist irgendwann 2014 in Handel gekommen und war damals 2014 mit 180 Euro halt ein teurer 23-jähriger Whisky aus so einer blöden Eilerdestille. Und dann ging langsam immer mehr das Gehype los. Und heute zahlt man, glaube ich, auch ab 300 Euro. In Auktionen vielleicht mehr, mal weniger, aber irgendwie so in die Richtung. Und früher konnte man den ganz easy peasy bei Amazon kaufen. Was gibt es zu dem sonst zu sagen? Ist, glaube ich, der letzte Black Art gewesen, den Jim McEwan kreiert hat. Ist auch in der DVD Golden Drum, heißt es, glaube ich, wird es explizit erwähnt. Also man sieht, wie er dran arbeitet. Man sieht auch, wie die Mixtur für 5.1 quasi schon fertig hatte, also welche Fässer rein sollen. Und dann hat Adam die einfach weggeschmissen, der Unhold. Also ich finde den 5.1 nicht so toll, aber das ist ja, Geschmäcker sind verschieden. Es gibt auch Leute, die schwören auf den 5.1. Für mich ist tatsächlich der 2.1 ziemlich gut. Dann kommt der 4.1 und ich habe mir sagen lassen, ich müsste jetzt auch den 9.1 nochmal probieren, weil der nämlich wieder anknüpft an diese Reihe. Aber es ist halt schade, dass aus einer, ich sag mal, neuen Whisky-Reihe man eigentlich nur drei hervorheben muss. Das ist bei den Octomores so ähnlich. Die sind alle solide, aber so richtig den Schweinpfeifen tun halt nur ganz wenige Exzellente davon. Und da hätte ich einen 6er Karton kaufen sollen und habe ich nicht gemacht. So, von der Nase. Gefühlt ist da ein bisschen mehr Bourbon-Fassanteil drin und dann der Rest ist irgendwas Sherry. Es kann auch ein roter Wein sein. Man kennt die Zusammensetzung nicht, aber ich aus der Nase würde jetzt sagen, so 55-60% Bourbon und der Rest dann. Ja, so 30% Sherry und vielleicht 10% Rotwein. Irgendwie so in die Richtung geht's. Von der getragen wird es von so einer richtig rotzigen Buttrigkeit. Also schmutzig ist es jetzt nicht unbedingt. Also es hat jetzt keine Fehlnote wie Schwefel, aber man erkennt schon, dass da die Hefe so ein bisschen drüber war am Arbeiten. Also bevor das gebrannt wurde. Das ist gerade dieser Charakter, der das so, boah, supi. Und ist jetzt ja direkt nach dem Einschenken, die Flasche ist jetzt
Monat offen und sie ist ja undurchsichtig und ich denke aber, es sind keine 20 cl raus, also ein bisschen Luft ist schon drin. Ist einfach fantastisch. Also Nase ist, ich bin ja jetzt immer mehr Richtung Springer gegangen und da muss man auch anerkennen, dass die sich so leicht tun mit der Vielschichtigkeit, weil da einfach immer so eine leichte Peat-Note noch hinten nachschwingt. Und das braucht er hier gar nicht. Kommt wunderbar ohne Peat aus. Und von der Nase gefällt er mir wahrscheinlich noch einen Ticken besser als der 86er mit 30 Jahren. Den habe ich mir vor 2 Jahren in Puttgarden gekauft für meinen 40. Geburtstag. Also ist noch ein bisschen hin. Ja, da müsst ihr noch euch gedulden, bis das Video kommt. So 5 Jährchen. Ach, Quatsch. Und das ist jetzt nur eine Erinnerung, die verblasst. Ne? Die ist jetzt auch 2 Jahre alt, aber in der Nase gefällt mir der 4.1. Da ist wirklich alles drin und dran. Man erkennt da die gelben Tropenfrüchte. Man hat da eine Rotweinnote, wenn man lang genug riecht. Man hat da dieses miefige, rote Ledersofa, wo einer reingepupst hat, der zu viel Sherry getrunken hat. Man hat Tannine, man hat die Butter, man hat da so einen Kuhstall. Man hat auch eine leichte Salzbrise-Note, was jetzt nicht per se nur für Lady spricht, aber fantastisch. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe jetzt auch nicht geschnipst. Also man kann mit dem Tropfen auch wesentlich mehr Zeit verbringen und er fängt toll an, er verändert sich. Ich gebe ihm jetzt gerade ein bisschen Handwärme, auch wenn das Glas hinterher putzen noch beschissen ist, weil die ganzen fettigen Fingertatscher am Glas sind. Aber der braucht keine Atemzeit. Also er legt sofort, er schenkt ein, kommt Luft dran und er legt sofort los und verändert sich und abhängig davon, wie viel Zeit ihr mitbringt. Ich will euch jetzt auch nicht mehr als eine halbe Stunde langweilen, deswegen machen wir jetzt dann gleich mal Tempo. Aber ja, gibt es leider nicht viele Tropfen, die so ums Eck kommen. Also ich habe mir sagen lassen, 9.1 zum Beispiel muss ewig atmen, bevor er loslegt und er wird jetzt nicht schlechter, wenn er eine Weile steht, aber das also, das ist Red Breast plus Glendronach 18 vom Sherry. Also Red Breast, diese Bourbon Tutti Frutti Bonbons. Dann kommt ein schöner Glendronach 18 aus dem Jahr 2016 vorbei, weil den aktuellen kann man ja auch in der Pfeife rauchen. Wird dann abgelöst von idealen Tanninnoten für mich. Also da ist jetzt nichts bitter, da ist genug Holz dran. Also man merkt, dass da Fässer gearbeitet haben. Aber jetzt so in Summe für mich perfekt abgestimmt. Leider keine Fehlnote, also nichts Schwefel. Ich weiß jetzt nicht, ob es ihm gut tun würde. Er ist ja so, wie er ist, ziemlich gut. Die Butterigkeit ist jetzt in der Nase stärker als im Mund. Also da hat man nicht so diesen Muff. Da muss man wahrscheinlich mehr zu Springer gehen, wenn man Muff mag. Aber, boah, also, gut, dass ich das Video aufnehme. Also, ich werde mir das irgendwann mal angucken, wenn alle meine Black Arts vernichtet sind.
Neben der offenen Flasche habe ich noch eine im Keller, die ich hüte wie mein Augapfel. Und es wird ja nicht leichter nachzukaufen. Und wenn immer Leute wie ich jetzt das Zeug loben über den Klee, dann liegt halt doch mal einer bei einer Auktion viel hin und dann wird der Markt noch ausgesuchter. Also, ja. Was willst du machen? In der Nase ist jetzt leicht noch, nachdem die anderen Geschmäcker jetzt quasi so ein bisschen genullt sind, weil es auch im Mund da ist, hat man jetzt noch so eine Malznote. Also jetzt ist das dann ein bisschen heller als Karamalz, würde ich sagen. Und ja, zuckrig weiß ich jetzt nicht. Also süß, Honig ist eher so dienstend, das hat er jetzt nicht. Aber man merkt schon, dass da... Zweiter Schluck, nachdem der erste jetzt eher so Bourbon, Red Breast Style daherkam, ist jetzt der zweite eher so Sherry-lastig gewesen. Ja, das Ledersofa kommt jetzt ein bisschen direkter. So, Fazit. Ihr habt mich jetzt ergrunzen, stöhnen und freuen gehört. Man muss ihn jetzt auch nicht zu viel loben. Also es ist ein verdammt guter alter Whisky mit 23 Jahren und einem relativ fairen Preis von 180 Euro. Das ist jetzt die Erinnerung. Die Flasche hier habe ich letztes Jahr in einem Getränkemarkt gefunden für 250 Euro. Und ja, da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Aber 250 Euro ist auch immer noch viel Geld. Ich habe dann, ich erinnere mich immer an die 180 Euro bei Amazon. Ich glaube, Bestpreis für den 4.1 war irgendwas 168 Euro. Ist aber schon eine Weile her. Dementsprechend Preis-Leistung ist für mich 9 von 10. Also super Whisky, auch für 250 Euro. Liefert er top in alle Richtungen. Nase ist die Erfahrung toll, im Mund ist die Erfahrung toll, der Abgang bleibt relativ lang liegen und ist nicht bitter, da bin ich ja super empfindlich. Top, also zwei Daumen hoch. Es ist jetzt aber auch nicht, dass ich aus dem Häuschen bin. Also das ist wirklich ein super guter Whisky, super fair bepreist für die 250 Euro. Jetzt ist dann die Frage, wo würde ich die Schmerzgrenze hinlegen? Also bei 300 Euro ist dann schon, da geht es dann so langsam 8 von 10 und drüber hinaus, ich weiß auch nicht. Also Eckdaten sind okay, man weiß aber nicht, was die Fässer sind. Ich wechsle jetzt fließend rüber zur Fairness. Also Fairness kriegt er, obwohl es ein Lady ist und obwohl man weiß, dass, also ich müsste mir jetzt eigentlich 10 von 10 geben, weil ich Lady liebe und die relativ fair kommunizieren. Und bei dem ist es ja absichtlich so, dass man es nicht erfährt. Dementsprechend, was jammer ich jetzt rum. Aber ich ziehe jetzt mal trotzdem einen Punkt ab für dieses Black Art, also 9 von 10. Ansonsten würde ich Lady jetzt mehr geben. Nachkaufen, ich würde den immer wieder für 250 Euro nachkaufen. Auch, also jetzt nicht nur für mich selber. Also ich weiß, ich kenne einige im Freundeskreis, die würden sofort für 250 Euro kaufen. Wenn ich einen sehe, dann nehme ich den mit, ohne nachzudenken. Also den kriegt man immer verteilt bei Lady-Freunden, bei Whisky-Trinker-Freunden, was auch immer. Dementsprechend nachkaufen auch 9 von 10. Aber in dem Rahmen, ne? Also gemessen an den heutigen Preisen ist für 23 Jahre Lady ja schon fast ein Schnäppchen, wenn man 250 Euro zahlt. Was waren das neulich? Neulich kam so ein Weinfass-Lady. Waren es 18 Jahre für 115 Euro von Moss. Und alle sind ausgeflippt. Egal. Jedenfalls, ja. Seht zu, dass ihr vielleicht irgendwo ein Sample kriegt. Bei mir ist es jetzt so, auch der Black Art 4.1 ist jetzt von der, ich gebe gern Samples ab, in die Kategorie rutscht, ich lasse gerne Whisky-Freunde probieren, aber nur direkt ins Dram. Also wer quasi in den Genuss kommen will, der muss dann schon vorbeikommen oder halt ich komme vorbei mit ein paar ausgewählten Flaschen. Aber ihr könnt euch ja sicher, man sieht immer mal wieder Leute, die einen teilen zum Probieren. Ach ja, hier steht
wenn man es jetzt, wenn der Fokus, da steht auch noch hier der 250 Euro Getränkemarktpreis drauf. War übrigens die einzige Flasche im Getränkemarkt. Ich bin da nochmal hingefahren, ich glaube ein halbes Jahr später, und dann stand da der 6-1 rum. Und sie hatten die Preise angepasst. Wahrscheinlich nachdem ich zur Tür rausspaziert bin. Naja, ich wünsche euch was.